Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Zwergen. Ja, da wo ich gerade die Maus bewege, da stehen wir gerade. Wir sind hier noch beim Holzfällerlager, wo wir in der letzten Folge die drei merkwürdigen Gestalten am Lagerfeuer getroffen haben. Und wir sind noch immer auf der Reise zum Schwarzfels. Zum Schwarzjoch. Entschuldigung. Zum Schwarzjoch. Schwarzfels war woanders. Ja, jetzt haben wir die Möglichkeit, zu den Dörfern hier zu gehen. Aber wo ich auf jeden Fall gehen möchte, ist hier zu diesem Zwergenhändler. Tony wollte doch Zwerge treffen. Seiner fühligen Wunsch auch. Und ich glaube, es geht am schnellsten, wenn wir hier lang gehen. Ich befürchte nur, dass wir hier über den Fluss nicht rüberkommen. Das heißt, wir müssen hier unten über Hüten auch gehen. Dann machen wir das doch. Aber dann können wir auch, glaube ich, hier unten den Ort noch mitnehmen. Wenn wir nach Süden. Kasthof. Ja, den Zwischenstopp nehmen wir mit. Als die Giebel des kleinen Bauernhauses und der Scheune hinter einer Kuppel auftauchen, hörst du lautes Kindergeschrei. Ein Mädchen läuft lachend den Weg entlang, verfolgt von einem kleinen Jungen mit großem Stock in der Hand. Mit entschlossenem Gesicht versucht der Junge, seine Schwester einzuholen, hat auf dem unebenen Weg aber große Probleme, seine kurzen Beine unter Kontrolle zu halten. Bleibe stehen und beachte und beobachte die Szene weiter. Oder geh auf die beiden zu, grüße sie freundlich. Oder wir lassen den Hof links liegen und laufen weiter. Ich würde sagen, wir grüßen die kleinen Kinder mal freundlich. Du gehst auf die beiden zu. Als du gerade deine Hand zum Gruß heben willst, fällt der Blick des Jungen auf dich. Seine Augen werden groß und er deutet mit seinen knubbeligen Fingern auf dich. Mehr als ein "Da" bringt er nicht hervor. Auch das Mädchen hat sich nun zu dir umgedreht. Noch bevor du etwas sagen kannst, hat sie ihren kleinen Bruder am Arm gepackt und läuft schreiend auf das Bauernhaus zu. So erschreckend sehen wir doch gar nicht aus. Ohne Eile folgst du den Kindern zum Bauernhaus, in dem sie verschwinden. Nach wenigen Augenblicken kommen sie von ihren Eltern begleitet wieder heraus. Der Vater ist ein gedrungener Mann mit braunen Haaren. Ich bin Opatia, das hier ist meine Frau Remsa. Die dunkelhaarige Frau nickt kaum merklich zur Begrüßung und drückt ihre Tochter fest an sich. Sie mustert dich mit sorgenvollem Gesicht. Es freut mich, euch kennenzulernen. Mein Name ist Tungdil. Du versuchst, deine Stimme so harmlos wie möglich klingen zu lassen. Ja, bevor ich jetzt hier auf unsere Gesprächsoption eingehen, der Bauer hat, ja, ich habe so eine Vermutung, wer optisch Inspiration war. Ich sag jetzt nicht Gronkh. okay, was antworten wir dem denn mal? Eure Frau scheint besorgt zu sein? Oder fragen wir nach den zwei Reisen, ob die hier vorbeigekommen sind? Ich glaube, wir fragen erstmal, warum die Frau so besorgt ist. Es tut mir leid, wenn ich eurer Frau und den Kindern Angst einflößen sollte. Der Mann winkt ab. Nein, nein, mein holdes Weib ist dieser Tage nur besonders schreckhaft. Die Orks wurden nahe seelenschön gesichtet. Du solltest das ernster nehmen. Die Bäuerin drückt ihre Tochter noch fester an sich, sodass diese sich unter Protesten befreit. Der Junge macht aufgeregt einen Schritt nach vorn und zerteilt die Luft mit seinem Stock. Wenn Fremde kommen, sollen wir weglaufen. Aber ich kann sie auch verhauen. Lächelnd tätschelt Opatia seinem Sohn den Kopf. Wir sind sicher. Die Orks haben keinen Grund, so weit nach Norden zu ziehen. Wenn Orks in der Nähe sind, solltet ihr euch vielleicht in Sicherheit bringen. Sind hier in den letzten Tagen zwei Reisende vorbeigekommen? Ich glaube, wir gehen erstmal nochmal auf die Orks ein, weil wir haben das Gespräch ja schon in die Richtung gebracht. Fragen wir doch mal, warum sie sich nicht in Sicherheit bringen. Wäre es nicht besser, in eines der größeren Dörfer zu ziehen, wenn sich hier Orks herumtreiben? Der Hof ist unser Lebensunterhalt. Wir können hier nicht einfach weg. Die Felder bestellen sich schließlich nicht von selbst. König Tilogons Reiterei wird sich schon um die Orks kümmern.
Oder lud Ionan und seine Zauberer. Aber die Reiterei kann nicht überall sein. Eine Handvoll Orks wäre bereits genug, Wenn die Saat ausgebracht ist, dann baue ich das Versteck, so wie du willst. Aber was nützt uns ein Versteck, wenn wir im Herbst nichts zu essen haben? Ja, dann würden sie da drin verhungern. Ihr solltet das Versteck sofort bauen, um vor den Orks in Sicherheit zu sein. Ohne Ernte werdet ihr hungern. Seht erst und baut dann das Versteck. Ich glaube, sie sollten erst das Versteck bauen. Die Saat können sie zwar immer noch dann... Eigentlich zu essen zu haben ist doof, aber... Wenn sie sich nicht um das Versteck kümmern und dann Orks kommen sollten, das ist ein Problem. Wenn sich Orks in der Gegend befinden, dann solltet ihr keine Zeit verlieren. Baut das Versteck. Der Zwerg hat recht. Remsa schenkt dir ein dankbares Lächeln, ehe sie sich an ihren Mann wendet. Wir kümmern uns um die anderen Probleme, wenn wir sie haben. Wichtig ist erst einmal, dass wir in Sicherheit sind. Opatia schweigt für einen Moment mit finsterer Miene, dann zuckt er mit den Schultern. Also gut. Zwerge kennen sich schließlich am besten mit Orks aus. So, jetzt können wir immer noch nach unseren beiden. Sind euch in den letzten Tagen zwei Reisende aufgefallen, die in Richtung Osten unterwegs waren? Opatia schaut fragend zu seiner Frau, doch sie schüttelt den Kopf. Warum fragst du? Ich glaube, wir sollten denen nicht weiter Angst machen, ne? Wir sagen mal, dass das Freunde waren. Du winkst ab. Ach, es ist nichts weiteres. Waren nur Freunde, die ich treffen wollte. Du verabschiedest dich und setzt deinen Weg fort. Die Kinder laufen dir noch eine Weile hinterher, ehe sie sich lachend auch verabschieden und wieder zurück Richtung Hof laufen. So, dann laufen wir mal hier weiter, weil von da sind wir gekommen, auch wenn es keinen Unterschied macht. Und dann gehen wir nach Gutenau. Du blickst auf ein großes Dorf am Ufer der Warda hinab. Teile des Dorfes wurden auf Stelzen in den Fluss gebaut. Eine Holzbrücke überspannt das schnell fließende Gewässer. Eine große Holzpalisade wurde errichtet, um das Dorf vor Angriffen zu schützen. Schauen wir auf die andere Flussseite oder gehen wir zum Tor? Ich würde sagen, wir gehen mal in das Dorf rein. Die Wachen auf der Palisade beobachten dich. Ihre Rüstungen sehen gepflegt und gut gearbeitet aus. Der Schmied, der sie anfertigte, wusste, auf was es ankam. Daraus schließt du, dass die Männer auf den Schutz der Rüstungen angewiesen sind und sie nicht nur wegen der äußeren Wirkung tragen. Das sind sicher keine Dörfler. Richtige Soldaten in einem Dorf? Schauen wir mal. Haben wir jetzt das Dorf betreten? Und der Ladebildschirm dort wieder recht lange. Also keine Sorge, das Spiel geht noch weiter. Ja, perfekt. Hat geladen. Schauen wir uns doch mal um. Okay. Obwohl auch richtig in das Dorf reinkommen. Draußen steht keiner, wenn ich das richtig sehe. Und schon in der Nacht. Während die großen Feuer so viel Hitze ausstrahlen, dass du dich ihnen kaum nähern willst, verbreitet das kleine Lagerfeuer angenehme Wärme. Es wäre der perfekte Platz für ein Nachtlager, würdest du denn vor dem Dorf übernachten wollen? Dann wollen wir ja eigentlich nicht. Lieber im Dorf. Schön in der Gaststätte. Nach dem ganzen Weg, den wir bisher zurückgelegt haben, wäre das immer ganz schön. Jetzt haben wir ihn hier. Du hast die letzten Nächte unter Büschen auf hartem Boden zugebracht. Du sehnst dich nach einem guten Abendessen und einem richtigen Bett. Das habe ich ja gerade gesagt. Ja, dann können wir hier, soweit ich das sehe, nichts mehr angucken. Und
Schädel? Orkschädel? Du bezweifelst, dass es klug ist, die Scheusale mit den abgetrennten Häuptern ihrer Artgenossen zu verhöhnen. Ach, die wissen schon, was sie tun. Das zweiflügelige Tor wurde aus kräftigen Bohlen gebaut. Solide, aber immer noch deutlich weniger massiv als die unbeweglichen Teile der Palisade. Hier wurde aus praktischen Gründen auf Sicherheit verzichtet. Nie eine gute Idee bei Festungsbauten. Das will ich aber auch meinen. Jetzt können wir noch mit den Wachen sprechen. Einige der Wachen beginnen zu tuscheln, als du dich dem Tor näherst. Hallo da oben! Was führt dich ins schöne Gutenauen? Und hast du unterwegs Orks gesehen, Unterirdischer? Der Mann, der sich über die Palisade lehnt, mustert dich aufmerksam. Lasst mich bitte ein, ich möchte die Nacht nicht unter freiem Himmel verbringen. Ich bin ein Zwerg, wenn's recht ist, und ich verlange Einlass. Wir bleiben alle höflich. Man weiß ja nie. Wir wollen ja nie unter den Büschen schlafen. Gutenauen ist bekannt für seine Gastfreundschaft. Eine Tatsache, die du dir gerade ausgedacht hast. Lass mich ein und ich werde anderen Reisenden davon berichten. Im Gesicht des Mannes kannst du kein Bedauern erkennen. Okay, da fehlt eine Sprachausgabe, aber nicht schlimm. So sehr ich es bedauere, nach Einbruch der Dunkelheit bleiben die Tore verschlossen. Ja, eine interessante Dekoration habt ihr da. Damit meint er vermutlich den Schädel. Euer Tor macht nicht den stabilsten Eindruck. Ich könnte mir das mal ansehen. Ich verstehe was davon. Ich schulde ich meinem Dorf noch 20 Goldstücke und die Wache bestechen. Wach. Oder sagen ihr, bleibt wachsam, Gespräch beenden. Das würde natürlich. Wir haben ja zwei Leichen gefunden, ne? Aber ihr könnt natürlich auch anbieten, das Tor zu verstärken. Sagen, das machen wir mal. Ich bin Schmied und ein Zwerg. Ich sage euch, euer Tor sieht zwar massiv aus, aber es wird einem echten Ansturm der Orks kaum standhalten. Das Gemurmel um ihn herum lässt den Mann innehalten. Jeden anderen, der das Bollwerk kritisiert hätte, hätte man ausgelacht und fortgescheucht. Aber wenn jemand etwas von Verteidigungsanlagen versteht, dann die Zwerge. Ein Zwergenschmied? Der zufällig vor unserem Tor steht? Nun ja, ich bin Hufschmied, aber ich habe davon gelesen. Natürlich, ich bin im Blauen Gebirge für die Verteidigung der hohen Pforten zuständig. Ich glaube, lügen sollten wir nicht, oder? Aber wenn wir sagen, wir sind Hufschmied, dann lassen wir uns wahrscheinlich nicht rein. Und nachprüfen können die das ja nicht. Wofür nur, wenn noch ein Zwerg in der Fest hier im Dorf ist, aber. Keine leichte Wahl. Ich würde sagen, wir bleiben mal ehrlich. Aber ihr könnt mir ja sonst einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr gemacht hättet. Ich nehme hier einfach mal die erste Auswahl und sage, dass wir Hufschmied sind. Um bei der Wahrheit zu bleiben, ich kenne die zwergische Baukunst nur aus Büchern. Aber ich bin ein geschickter Handwerker und bin mir sicher, dass ich das Tor verbessern kann. Ein Bücherwurm? Willst du unser Tor mit Pappmaché verstärken? Ich bin mir ziemlich sicher, dass... Du stoppst mitten im Satz. Das höhnische Gesicht des Söldners sagt dir, dass dieses Mal eine Notlüge den größeren Erfolg gebracht hätte. Du musst es anders probieren. Gut, es war zu erwarten. Aber gut. Ja, dann sprechen wir sie mal nochmal auf die Dekoration an. Die Orkköpfe auf den Spießen sehen frisch aus. Eine Tatsache, die dir aus mehr als einem Grund Unbehagen bereitet. Die da werden Orks nicht abschrecken. Das hoffen wir doch. Je mehr Orkköpfe auf die Spieße wandern, desto mehr Goldmünzen wandern in unsere Taschen. Oder, Jungs? Wir haben schon genug Orks getötet, um zu wissen, wie sie ticken.
Diese hässlichen Fratzen werden sie anstarren und dann werden sie vor unseren Toren untergehen. Du bist dir nicht sicher, ob die Söldner tatsächlich so viel vom Töten von Orks verstehen, wie sie sagen, oder ob sie einfach nur keinen Verstand haben. Wann hat dir diese Orks getötet? Gestern. Haben erst ein paar Späher von ihnen erwischt. Abends haben die anderen dann versucht, sich an uns zu rächen. Mal sehen, wer heute kommt. Heute? Dann sollten wir nicht direkt vor dem Dorf übernachten. Ja, ihr könnt mich nicht ins Dorf. Ihr könnt mich nicht hier draußen lassen, wenn Orks durch die Gegend schleichen. Dann sagen wir das mal, vielleicht haben sie ja doch noch Mitleid. Wollt ihr, dass die Orks mich zerfleischen? Lasst mich rein! Zufrieden stellst du fest, dass deine Stimme weniger besorgt als anklagend klingt. Es ist alte Tradition, dass sich die freien Völker des geborgenen Landes gegen die Scheusale Tions beistehen. Der Söldner scheint seine Möglichkeiten abzuwägen, schüttelt dann aber den Kopf. Bring ein paar Meilen zwischen dich und uns, dann solltest du sicher sein. So sicher, wie man heutzutage sein kann. Das sind keine netten Wachen. Wir haben 210 Gold. Wollen wir die echt bestechen? Ich würde aber schon gerne ins Dorf. Ah ja, komm. Ich habe hier 20 Goldstücke. Einer von deinem Volk würde vielleicht für 20 Goldstücke seinen Posten verlassen. Ich aber sage dir, verschwinde, Unterirdischer, die Tore bleiben bis morgen dicht. Schade, dass da die Sprachausgabe leider abgebrochen ist. Ich versuche einfach den Trick, den ich bei der gestrigen Aufnahme schon gemacht habe. Ich speichere einfach einmal. Und lade dann nochmal neu. So, Spiel wurde gespeichert. Und dann laden wir einfach die Stelle, wo wir gerade sind. Gestern hat es geholfen. Mal gucken, ob es jetzt wieder klappt. Weil so schnell, wie da teilweise die Texte durchgehen, komme ich mit dem lauten Vorlesen nicht hinterher. Ah. Wenn die uns nicht reinlassen, schauen wir mal. Sollte das dein Bett für heute Nacht sein? Eine flache, kalte Kuhle unter einem Busch? Wenigstens würde man dich nicht sofort entdecken. Ich glaube, wir schauen uns erstmal noch ein bisschen um. Scheint sonst nichts zu sein. Außer dem Lagerfeuer natürlich. Du überlegst, ob du am Feuer auf den nächsten Morgen warten sollst. Hier müsstest du wenigstens nicht frieren. Aber man wird uns auch sofort sehen. Ich glaube, dann legen wir uns besser unter den Busch. Als hier irgendwer kommt, im Orkangriff stattfindet, sehen die uns nicht sofort. Sollte das dein Bett für heute Nacht sein? Ja, das wird unser Bett. Du hast in der Nacht kaum ein Auge zugemacht. Die Kälte ist dir in alle Glieder gekrochen. Besser frieren als eine Zielscheibe für Ork-Bogenschützen abgeben. Eine Rede. Ja, da der Ladebildschirm ein bisschen länger dauert, habe ich an dieser Stelle einen kleinen Cut gemacht, weil die Folge sonst auch wesentlich, also viel zu lange wird. Deswegen nicht wundern, dass jetzt ihr den Titelbildschirm gerade seht. In der nächsten Folge werde ich auch wieder mit dem Titelbildschirm anfangen, aber nur ganz kurz mit der Ankündigung, dass es hier weitergeht. Und dann landen wir direkt wieder in dem Ladebildschirm. Und ja, ich musste es einfach leider zweiteilig machen, weil die Folge zu lang wurde. Deswegen... Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge und seid gespannt, wie es in der nächsten weitergeht. Bis bald!